Ja, hi und zurück beim Joe. Heute geht es um das Hattrick Aftershave Classic. Wirklich ein Klassiker unter den Aftershaves. Also ich kenne es noch von meinem Vater. Und das Ganze gibt es schon seit Ende der 60er Jahre. Ich glaube, jeder kennt auch noch so ein bisschen die Werbungen mit Uwe Seeler oder dann auch damals im Playboy. Sehr schönes Design, muss ich sagen. Mir gefällt dieses Blau und Rot, das gefällt mir sehr gut. Packen wir es mal aus. Und da sehen wir erstmal, das ist wirklich ein großer Brecher, also insgesamt hier mit 200 Milliliter. Das Ganze gibt es, glaube ich, auch nochmal mit 100 Milliliter zu kaufen bei Rossmann oder DM. Also ich habe es jetzt von DM. Da gibt es eigentlich recht viel Auswahl bei DM an auch klassischen Aftershave-Sorten. Könnt das Ganze natürlich auch bei Amazon bestellen. Ich fand es jetzt bei Amazon aber teurer als bei DM, deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht in der Drogerie vor Ort zu holen. Und das Ganze kommt hier wirklich in einer sehr großen Füllung mit 200 Milliliter, also sehr groß gemacht. Geruch. Geruch ist wirklich sehr, sehr, sehr sportlich. Fast schon ein bisschen modern. Ich habe mal nachgelesen, im Internet steht, dass die Basisnote aus Jasmin, Lavendel besteht, die Herznote aus Orangenschalen und Neroli. Also wirklich ein ganz interessanter, klassischer Duft, sehr modern. Ich glaube, dafür hatte ich 4 € bezahlt. Kriegst du wirklich für 4 € eine richtig gute Füllung. Und ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es ja auch schon, wie man vielleicht sieht, schon ein paar Mal angewandt, nach der Rasur auch. Also es kühlt wirklich. Also es tut das, was halt ein Aftershave muss. Es kühlt und hat dann im Endeffekt auch diesen leicht pflegenden Effekt. Und kann natürlich auch vor Rasierpickelchen schützen, die ich jetzt sowieso nicht bekomme, aber hat zumindest diesen Effekt. Ja, wie gesagt, für mich Hattrick immer so ein bisschen Klassiker. Manchmal nach der Rasur tue ich mir das drauf. Also ich mag es wirklich ganz, ganz gerne, auch den Duft. Ja. Frau ist natürlich nicht so angetan, aber das muss auch sein. Ja, wie gesagt, für mich wirklich der Klassiker. Also ich erinnere mich halt nur an diese Werbung mit Uwe Seeler. Vielleicht gibt es sie auch hier auf YouTube. Guckt ihr euch mal an. Wie gesagt, 200 Milliliter Gebinde. Geht bei euch beim DM einfach mal rein. Da könnt ihr es auch mal testen und riechen. Und dann wisst ihr, ob es was für euch ist. Im Endeffekt, ja, 200 Milliliter Gebinde ist wirklich ordentlich und hält sehr lange. Danke. Bis zum nächsten Mal.